Ciao, liebe Giallo-Liebhaber und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Heute soll es um das Thema Giallo-News gehen. Ja, ein Thema, das vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Ich sag's nur gleich schon mal im Vorhinein, es sind viele Veröffentlichungen mit offenem Datum. Das heißt, es wurde zwar bereits bestätigt, dass da irgendwie was kommen soll und man weiß auch von welchem Label, aber es gibt halt noch kein Veröffentlichungsdatum. Anfangen will ich mit einer Veröffentlichung, die es bereits schon gibt, beziehungsweise zwei, und zwar einmal Opera und Vier Fliegen auf grauem Samt von Play on Pictures. Das Label hat uns ja diese beiden Filme vor kurzem in 4K geliefert und das ist ja schon mal wirklich ein großes Highlight, sind ja zwei wirklich sehr, sehr wichtige Vertreter von Dario Argento und es wird auch in Zukunft, hoffentlich, von 84 Entertainment eine 4K-Auswertung geben von Profondo Rosso, von Tenebre und von Phenomena. Und ja, die Sachen sind zwar schon sehr, sehr lange angekündigt, aber ich wollte die jetzt trotzdem hier nochmal mit reinnehmen, denn dann wäre bis auf das Geheimnis der schwarzen Handschuhe wirklich alle wichtigen oder alle großen Argento-Klassiker in 4K vertreten. Jetzt mal abgesehen von natürlich den anderen Filmen außerhalb des Giallos oder der Gialli. Aber ja, ich hoffe, dass diese Filme in 4K noch kommen, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und wer jetzt sagt, naja, 84, denen glauben wir ja eh nichts mehr. Vor kurzem kam tatsächlich ein neuer Post von 84 auf Facebook. Und zwar wurde hier ein Trailer gepostet zu einem Film mit einem ja sehr, sehr komplizierten Titel. Allerdings wurde hier auch ein deutscher Titel genannt und zwar die Lasterhöhle. Ja, jetzt nichts oder nicht gerade vielversprechender Name. Nichtsdestotrotz ist es hier auf jeden Fall besonders, dass dieser Film bisher keine deutsche Synchronisation hatte und dementsprechend ja, deutet es eigentlich darauf hin, dass 84 wieder an etwas Großem arbeitet, was mich ja sehr, sehr freut, aber zu dem Film kommen wir dann später noch. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal los mit dem ersten Film und zwar wurde The Girl Who Knew Too Much aus dem Jahre 1963 von 84 Entertainment angekündigt auf Blu-ray, ist auch schon etwas her, aber wer weiß, wenn 84 mittlerweile wieder an solchen Titeln arbeitet, wäre das natürlich wirklich sehr, sehr cool. Dann haben wir den nächsten Film und zwar Nackt über Leichen aus dem Jahre 1969 von Lucio Fulci. Ein wirklich sehr, sehr guter Film, ein sehr starker Psychothriller, ja, kann man es schon fast so sagen, wurde angekündigt von Play on Pictures, auch auf Blu-ray, aber leider Veröffentlichungsdatum unbekannt. Dann haben wir den nächsten Titel von Play on Pictures angekündigt und zwar Frauen bis zum Wahnsinn gequält aus dem Jahre 1970. Auch hier weiß man nicht genau, wann das Ganze kommen soll. Es gibt ja bereits eine DVD von Camera Obscura, aber es soll anscheinend auch noch eine Blu-ray erscheinen. Das wäre natürlich wundervoll. Dann ein Film, auf den sehr, sehr viele warten und zwar zum einen die Lucio Fulci-Fans, aber natürlich auch die Fans der Gialli und zwar A Lizard in a Woman's Skin aus dem Jahr 1971. Auch dieser Film wurde von 84 damals angekündigt, ist schon eine Zeit her, dass hier eine Blu-ray erscheinen wird. Den Film gibt es ja bisher noch nicht in Deutschland, von dem her wäre es wirklich eine wahnsinnig große Sache und ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, dann geht's weiter mit Der Tod küsst dich um Mitternacht aus dem Jahr 1971. Auch
Dieser Film wurde von A24 angekündigt auf Blu-ray. Auch hier gibt es ja bereits, ich glaube, von Filmart eine DVD. Allerdings hat die DVD, soweit ich weiß, auch nur original mit Untertitel, also nur italienischen Ton. Es wäre natürlich super, wenn A24 da eine deutsche Tonspur bringen würde, aber dazu ist leider auch noch nichts bestätigt. Dann kommen wir zum nächsten Film und zwar My Dear Killer aus dem Jahr 1972. Der wurde von Mediex angekündigt auf Blu-ray. Ja, ihr wisst es alle, ich bin nicht so der große Mediex-Fan. Ich bin mal gespannt, ob der Film dann auch wirklich kommt. Ich habe es ja bereits angesprochen in einer meiner Overviews, dass hier eine Szene drinnen ist, die meiner Meinung nach etwas, vielleicht sich etwas schwer tun könnte bei der Prüfung, aber wir werden sehen. Ich glaube, dieser Titel soll sogar noch dieses Jahr erscheinen, wäre auf jeden Fall auch eine interessante VÖ. Dann geht es weiter mit The Child aus dem Jahr 1972, angekündigt von Play-On Pictures. Ja, bei diesem Film ist es ja so, dass Koch Media, also Play-On Pictures, den vor vielen Jahren schon mal auf DVD veröffentlicht hat. Und ich habe damals bei Play-On mal angefragt. Es gibt ja da so DVD-Jallo-Boxen, die mittlerweile sehr, sehr teuer sind, die auch ich nicht in der Sammlung habe. Aber es wurde mir gesagt, dass anscheinend an diversen Titeln gearbeitet wird. Nicht unbedingt für eine HD, aber vielleicht kommt da nochmal die ein oder andere Repack oder neue VÖ. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil diese Titel auch teilweise gar nicht so leicht zu bekommen sind. Aber wenn natürlich hier eine Blu-ray kommt, wäre das wirklich sensationell. Dann geht's weiter mit Das Auge des Bösen aus dem Jahr 1972. Dieser Film soll von Filmart auf Blu-ray erscheinen. Das war damals die Nummer 1 von Filmart und wurde damals zum ersten Mal auch hier in Deutschland veröffentlicht, zumindest auf DVD. Und man hat es ja bei Filmart jetzt schon des Öfteren, dass es eben von bisherigen DVD-Veröffentlichungen dann einfach so ja, eine Blu-ray-Neu-VÖ gibt. Und ja, wer weiß, vielleicht wird das auch in Zukunft noch auf uns zukommen. Es wurde auf jeden Fall angekündigt. Ja, dann geht's weiter mit Das Geheimnis der blutigen Lilie aus dem Jahr 1972. Der Film wurde zwar schon irgendwie inoffiziell angekündigt, man weiß aber noch nicht genau von welchem Label. Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass X-Rated dahinter steckt, denn ja, der Film wurde ja bereits auf DVD von X-Rated veröffentlicht. Warum sollte dann da auch nicht irgendwann mal eine Blu-ray kommen? Aber was auch sehr interessant ist, dass bei Filmart auf der Facebook-Seite, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber die hatten lange Zeit so eine rote Lilie als Titelbild und das ist natürlich auch so ein kleines Zeichen. Ja, wer weiß, wer diesen Film bringen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Film mal auf Blu-ray erscheint. Ja, dann geht's weiter mit diesem Titel hier und zwar ist es der, den ich euch vorhin schon genannt habe, also die Lasterhöhle auf Deutsch aus dem Jahr 1992, der eben von A24 auch angekündigt wurde und ja, bereits der Trailer gepostet wurde. Das heißt, vielleicht schaffen wir es wirklich in diesem Jahr hier noch eine schöne VÖ zu bekommen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Ja, müssen wir mal hoffen, aber das wäre wirklich eine coole Sache. Ja, dann geht es gleich weiter mit Die Rote Dame aus dem Jahr 1972. Auch dieser Film wurde von Play-On Pictures angekündigt auf Blu-ray. Auch hier gibt es ja bereits eine DVD. Die habe ich mir aber damals nicht zugelegt. Ich hoffe wirklich, dass hier eine Blu-ray kommt und dann wird die auf jeden Fall auch sofort gekauft. Dann geht es weiter mit Inferno unter heißer Sonne aus dem Jahr 1972. Hier habe ich keine offizielle VÖ gefunden, aber es wurde von Oliver Krekel auf Facebook schon so inoffiziell eine Suche gestartet nach dem Blu-ray Master.
Es gibt ja eine deutsche Tonspur von der Kamera Obscura DVD. Und ja, wenn Oliver Krekel das schreibt, dann steckt wahrscheinlich Astro dahinter. Das heißt, wer weiß, vielleicht kommt hier auch eine Blu-ray noch auf uns zu. Es gibt ja ein HD-Master im Ausland. Und ja, wäre auf jeden Fall auch eine coole Sache. Die DVD habe ich, den Film da leider noch nicht gesehen. Aber trotzdem wäre es schön, wenn auch hier eine HD-Premiere in Deutschland auf uns zukäme. Ja, dann geht's weiter mit Die Eiserne Hand des Todes aus dem Jahr 1972. Auch der wurde von 84 angekündigt auf Blu-ray. Auch hier gibt es bereits eine DVD von Filmart ohne deutscher Tonspur, soweit ich weiß. Ja, vielleicht käme dann hier auch eine deutsche Tonspur mit dazu. Das wäre natürlich großartig. Dann Pulsschlag des Todes aus dem Jahr 1974. Der Film wurde von X-Rated bereits angekündigt und ich glaube, dass der sogar schon ja, in geraumer Zukunft erscheinen soll. Wann genau steht, glaube ich, auch hier noch nicht fest. Genauso wie bei dem nächsten Titel Pensione Paura oder Hotel 4 aus dem Jahr 1978. Der steht anscheinend bei X-Rated schon in den Startlöchern. Ich habe auch bereits in den Kommentaren auf Facebook ein Bild mal gesehen von einer Hardbox. Also da ist anscheinend das meiste schon abgeschlossen. Er ist nur noch nicht angekündigt, aber der wird demnächst erscheinen. Dann haben wir den nächsten Titel auch aus dem Jahr 1978 und zwar Die Orgie des Todes. Der wurde von XZ angekündigt. Der Herausgeber ist hier jedoch Focus Media. Auch hier steht eine Blu-ray VÖ an. Ich habe dann auch mal bei XZ nachgefragt und die meinen, es dauert noch ein wenig, aber ich habe den Film schon gesehen und hier, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine HD. Premiere, denn der Film ist wirklich sehr interessant und außerdem gehört er ja zu der inoffiziellen Schulmädchen in Angst-Trilogie. Ja, dann eine VÖ, die uns definitiv dieses Jahr noch erwartet, und zwar Horror Sex im Nachtexpress aus dem Jahr 1980, wurde von 8 Films angekündigt, hier in diesem reißerischen Rick Melton Cover. Es kommen bestimmt auch noch andere Cover dazu, aber soweit ich das mitbekommen habe, wurde hier eben die Lizenz von Camera Obscura übernommen und der Film erscheint jetzt eben auf Blu-ray von Eight Films, da freue ich mich wirklich schon sehr. Ich wollte schon sehr, sehr lange mir den Film mal holen und jetzt kann ich den dann auf Blu-ray in meine Sammlung holen. Ja, dann haben wir einen Film aus dem Jahr 1981 und zwar Murder Obsession. Der Film wurde jetzt offiziell angekündigt von Cineploid, allerdings nur in Original mit Untertitel, also nur auf Italienisch. Vielleicht gibt es auch eine englische Tonspur, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall keine deutsche. Es wird aber eine Blu-ray-Premiere sein und ja, zumindest wir bekommen den Film mal zu sichten, würde ich jetzt hier mal sagen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Film und zwar Der Tod wartet in Venedig oder Off Balance aus dem Jahr 1988 vom Regisseur Ruggero Deodato. Der Film soll von Mediex auch kommen, ist ja auch schon mal über X-Rated in einer DVD-Hardbox erschienen. Ist aber schon sehr, sehr lange her und auch die Hardbox, glaube ich, ist ja, wird nicht so oft angeboten. Aber wenn dann hier wirklich eine Blu-ray kommen sollte, würde ich mich natürlich freuen, auch wenn es von Mediex ist. Aber besser so als gar nicht. Ja, und das war es jetzt auch mit diesem kurzen Video zum Thema Giallo News. Ich hoffe, ich konnte da den ein oder anderen Film euch noch auf dem Merkzettel bringen. Wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schade, weil man nicht genau weiß, wann die Filme kommen. Aber ja, ich hoffe, dass daran stark gearbeitet wird und vielleicht können wir wirklich dieses oder auch nächstes Jahr dann uns mit einigen dieser Titel beglücken. Ja, und in diesem Sinne.
Servus und habe dere und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei meinem vierten Teil der Jallo Overview.